Ja, ich möchte dich herzlich begrüßen. Ich möchte heute in diesem Video so den Werdegang des Zentrums Paz Mundo in Guatemala etwas beschreiben, so ein paar Insights in die Geschichte dieses Platzes, aber auch in die Herausforderung, wenn man in fernen Landen sozusagen wirklich über viele Jahre hinweg versucht, ein Zentrum dieser Art aufzubauen. Dieser Art heißt, dass es in Maya nicht so ganz einfach ist, einen alten, sakralen Maya-Platz, der Jahrtausende zurückgeht, in die Jetztzeit zu holen und auch dort die Erlaubnis zu bekommen, sozusagen eine Vision zu verwirklichen. Das Grundprinzip in Maya ist ja, dass der Platz an sich durch seine eigene Geschichte eine ganz konkrete Vision mit uns Menschen selbst hat. Also mir war es sehr bewusst, dass das Zentrum ein Platz ist, den ich gekannt habe in der ersten Begegnung bei einem Spaziergang, wo die Aussicht auf den Lago Atitlán, auf die Vulkane mich derartig fasziniert haben. Aber zusätzlich war da ein Aspekt da, wo ich gespürt habe, da ist Heimat, da ist ein Teil von mir. Und ich hatte das Glück, dass meine ehemalige Frau Christine, aber auch meine Kinder irgendwie auch da mitgespürt haben, dass es auch für sie ein Teil der Heimat werden würde. So hat es alles in den 90er Jahren begonnen. Also wir gehen jetzt schon auf ein Vierteljahrhundert zurück. Vor 25 Jahren in etwa war dieser besondere Moment gegeben und auch das Bewusstsein da, an dem Platz gilt es etwas zu tun. Und das, was zu tun ist, musste abgestimmt werden, noch einmal auf die Vision des Platzes, auf das, was der Platz in sich trägt und was durch unsere sozusagen Öffnungsarbeit dort geöffnet werden möchte. Klarerweise, es dreht sich dabei um den neuen Zeitgeist. Es hat sehr viel zu tun mit dem, dass in Maya 2012 ein neuer Zeitzyklus von 5200 Jahren begonnen hat und dass in diesen Phasen dieser Zeitzyklen, in den Umschichtungsphasen, immer auch etwas ganz Besonderes kosmisch auf uns und auf den Planeten einströmt. Das wussten die Maya. Es ist also niemals um einen Weltuntergang gegangen, sondern es war immer der Teil da, dass jeder Zeitenwandel Aspekte dessen, was nicht mehr gebraucht wird, zurückgelassen werden und das, was sich neu öffnen möchte, das sozusagen durch unser menschliches Zutun, durch unsere Mithilfe sich auch öffnen kann. Der Mensch ist da also insofern ein sehr, sehr wichtiger Brückenteil für diesen neuen Zeitgeist. Also, um auf ein paar wenige Erfahrungen einzugehen. Die große Herausforderung war grundsätzlich, diesen Platz kaufen zu können. Er wurde ja nicht bewohnt, war inmitten einer Indianergemeinde, war sozusagen bekannt als heikler Platz. Die christlich geprägten Menschen haben ihn als verhexten Platz bezeichnet. Aber in der Nachschau könnte man sagen, es war ein Platz, der verbunden mit alten Tempel- und Pyramidenanlage direkt an einem Kraterrand eines riesigen Kraters steht. Und dieser Krater ist jetzt gefüllt mit dem Atitlansee. Somit treffen dort Feuer und Wasser zusammen. Und die Mayas sagen ja, dass dieser Zeitenwandel um 2012 mit Feuer und Wasser zu tun hat. Im Maya-Kalender würde man sagen, eine Kabuk-Energie. Das Zusammentreffen von Feuer und Wasser, von Geist und Herz. Also insofern war das dann wirklich eine große Herausforderung, diesem verhexten Platz zu begegnen. Verhext deswegen, weil die alten Maya, ich gehe davon aus, dass es an die
4, 5, 6.000 Jahre zurückgeht, diesen Platz nicht nur bewohnt haben, sondern es war ein uralter Platz, eine Form von Observatorium, eine uralte Pyramide, die halt überwachsen ist, wo jetzt unsere Baulichkeiten draufstehen. Aber dieser uralte Platz hatte ganz konkrete Aufgaben mit dieser Region Atitlan und mit diesem Universaltor Atitlan. Somit wurden wir dorthin geführt, mit der Absicht, das, was in diesem Zeitgeist nun eingebettet ist, über unsere Bemühungen zu öffnen. Ich sage da in diesem Kontext auch ganz bewusst unsere Bemühungen. Weil an solchen Bemühungen hängen einerseits die eigene Familie und andererseits eine Vielzahl von Menschen, die über die 25 Jahre hinweg das Zentrum besucht haben, in Seminargruppen, wo unzählige Rituale auf dem Platz, aber auch auf dem See gemacht wurden. Also der Platz wollte nach alter Maya-Methode mit Ritualen in den neuen Zeitgeist gehoben werden und er wollte aber auch die alten Belastungen, die mit diesem Platz auch verbunden standen, die alten Missbräuche der Menschen, dass diese Aspekte nach und nach auch geheilt werden können. Ich habe immer dabei gespürt, dass auch von meiner Seite ein karmischer Aspekt an diesem Platz verborgen war, der auch in mir geheilt werden wollte. Somit hat Maya sozusagen diesen Platz mit den Jaguaren abgeschützt. Und es ist in der ersten Phase der ersten Rituale, der ersten Baulichkeiten, die dort gemacht wurden, von Helfern, von Maya-Weisen, wurde dieser Platz für uns ganz bewusst in Zeremonien geöffnet. Aber es ist dann zu einer Begegnung mit diesem Jaguar für mich gekommen. Das war, man könnte sagen, fast ein erschütterndes Erlebnis. Es war ein Moment, wo ich allein im Zentrum war, des Nachts. Es waren die Baulichkeiten in Gange. Ich habe mich in einem, wenn man so wollte, in einer Baustelle niedergelassen zum Schlafen. Und plötzlich ist eine Kraft in meinen Körper hineingegangen, die mir die Haare zu Berge stehen hat lassen. Und in diesem ersten Angstgedanke war mir dann aber auch gleich bewusst, das sind jetzt die eingesetzten Schutzkräfte für diesen Platz. Und nach meinem Dafürhalten gehe ich in solchen Momenten immer mit meinen Gedanken dahin, dass ich die erste Frage stelle, was kann ich tun? Darf ich zu Diensten sein? Ich habe keine Angst, gibt es etwas für mich zu tun? Und dann beruhigt sich dieses Gefühl, überfallen worden zu sein von einer geistigen Kraft. Es ginge jetzt zu weit, die vielen, vielen mystischen Erlebnisse, die ich auf diesem Platz hatte, hier darzulegen. Aber es wurde mir immer wieder zyklisch bewusst gemacht, mit wie viel Verantwortungsbewusstsein dieser Platz in den neuen Zeitgeist gehoben werden möchte. Ich beschreibe ja auch inzwischen, dass dieser Platz nicht nur am Rande eines Kraters und eines Kratersees steht, sondern es ist dort ein ganz spezieller Kraftplatz, ein Universaltor. Und die alten Mayas sagen auch, dass letztendlich die Kukulkan-Kraft, die im Himalaya verankert war, die letzten 5000 Jahre, diese Kraft jetzt in diese Region des Atitlan zurückkehren würde, also an einem Platz, wo Feuer und Wasser sich treffen. Und dafür hat Meister Alejandro Cirilo Pérez Oxlach in den 90er Jahren das erste Indianertreffen auf dem See und am Rande des Sees abgehalten. Es gibt also viele Indizien der Maya-Weisen dafür, dass über diesen See in diesem Universaltor eine besondere Lichtstätte entstehen würde, die ganz besonders dazu da ist, die neuen Kräfte für den Wandel auf dem Planeten Erde und für den Wandel der Menschheit in dieser Region hereinziehen würden, so wie in einem verdünnten Äther hereinkommen könnten und für die Welt
diesen Frieden nach und nach aufzubauen, wie er in allen Prophezeiungen der Indianerstämme angekündigt wird. Es gibt also keine Dramen der nächsten Generationen, sondern ein Heilwerden der Menschheit. Somit hatte das Zentrum die Aufgabe, als gesäubertes, sauberes, reines Zentrum im Kontext der Nawales, im Kontext von Pyramiden und Tempelanlagen, die wir dort errichten konnten, diesen Platz, dieses Universaltor sauber zu halten, über die Rituale einzuwirken. Und es hat ja dazu auch unzählige Rituale auf dem Lago Atitlan gegeben, stets mit Gruppen in Verbindung, aber oft auch mit Weisen der Maya in Verbindung. Eine dieser ganz besonderen Weisen war Nankus, eine meiner Begleiterinnen über 30 Jahre hinweg. Somit ist letztendlich für mich auch immer klarer geworden, dass die Absicht des Zentrums, die Vision des Zentrums, wirklich darin bestanden hat, diesen Kraftplatz zu öffnen, in den neuen Zeitgeist hineinzuführen und somit dieses Universaltor vorzubereiten für diese Installation der gefiederten Schlange Kukulkan. In Maya würde es heißen Kukumatz. Und diese Schlange hat jetzt im Zeitgeist gemäß der Prophezeiungen der Maya die Aufgabe, die Völker, die Religionen, die Menschen, die Rassen miteinander zu vernetzen. Kukulkan ist also eine Friedenskraft, eine vernetzende Kraft, und an dem Platz ist sozusagen die symbolische Verbindung der Anderswelten mit dieser Welt gegeben. Das haben die Mayas schon vor Jahrtausenden dort gespürt, und somit haben wir da als sogenannte Ausländer eine wunderbare Aufgabe, aber auch eine Verpflichtung übernommen. Also ist es auch ganz, ganz klar, dass an so einem Platz viel für das Bewusstsein des Menschen gearbeitet wird, in Seminargruppen, aber dass auch parallel dazu ein Sozialprogramm, ein Hospital, Friedensprogramme an dem Platz aufgebaut werden zu Diensten der Maya-Bevölkerung. Sonst wäre es wieder eine Insel innerhalb des Volkes. So gibt es einen Teil des Dienens an das Volk und aus der Danksagung an die Maya durch die Sozialprogramme und das Hospital. Und der andere Teil ist das, was wir mit unserem Bewusstsein in Maya einbringen können. Da kann ich nur tiefe Dankbarkeit ausdrücken an die vielen Menschen, die die letzten 20 Jahre, könnte man sagen, diesen Platz besucht haben und was sie letztendlich an diesem Platz auch Kraft ihres Bewusstseins hinterlassen haben. Es ist in diesem Kontext ja nicht unbedingt nur ein Maya-Platz, sondern es ist ein interkultureller Platz, in dem jede Glaubensrichtung Platz hat, so wie es in Maya auch ausgedrückt wird. Maya ist insofern keine Religion, sondern eine Lebenshaltung, eine Kosmovision. In Maya lernt man also den Umgang mit dem realen physischen Leben im Kontext mit dem geistigen Leben, und man baut sozusagen die Brücke zwischen unserer Realität und anderen Realitäten. Das ist das, was die Maya-Weisen heute noch perfekt beherrschen. Wenn es also in den Büchern heißt, dass die Mayas ausgestorben ist, dann passt es zu unserer Haltung den anderen Völkern gegenüber. Die Arroganz, einfach ein Volk, das auch heute noch tausende Maya-Priester in sich trägt, einfach abzuwerten und aus den Schulbüchern herauszunehmen und letztendlich zu sagen, wer sind die Indianer? Mit Indien haben sie ganz sicher sehr wenig zu tun. Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf die Arbeit, die im Zentrum geschieht. Es geht immer darum, dass Aspekte der Menschen an diesem Platz in Gemeinschaft als Gruppe angedockt werden, dass seelische Heilung geschieht, dass wir die Nawales, diese uralten Steinaltäre des Platzes geöffnet haben, dass diese Kraftfelder sich mit den Menschen, mit den Besuchern verbinden und ein ganz großes Mysterium sich dabei öffnet,
dass in der Verbindung mit einem Kraftplatz, mit einer Festplatte Stein, mit einem Altar, wie man dort sagt, im Menschen etwas angedockt und auch transformiert und verändert wird. In diesem Zentrum sind die Feuerrituale dann also nicht eine Form der Anbetung, sondern das Feuer ist in Maya immer im Kontext mit der Stärkung der Seele-Geistwesen und sei es meiner eigenen Person. Feuer ist feinstofflich kosmisch Elektrizität und damit ist es auch ein ganz zentraler Teil, dass man mit dem heiligen Feuer die Kräfte, die man einlädt, mit dem Feuer stärkt, dass sie beweglicher werden, vor allem auch für Verstorbene, dass sie in der Anderswelt dann auch wesentlich beweglicher ihren Weg weitergehen können. Wir haben dort zwei Pyramiden aufgebaut. Eine Pyramide, Porton Mundo, die Brücke in die Anderswelten, eine reine Meditationspyramide, die besonders den plejadischen Kräften gewidmet ist, Kräfte, die mit dem Liebe-Weisheitsprinzip verbunden stehen und in Maya eine sehr zentrale Bedeutung haben. Und andererseits eine Arbeitspyramide, Paz Mundo, in dem das Maya-Kreuz, die vier Himmelsrichtungen über Altäre ausgedrückt sind, über viele Ritualgegenstände der Maya. Da finden dann in erster Linie das Heilgeschehen in der Gruppe, aber auch für einzelne Personen dort statt. Es gibt dort die Casa El Shell, ein Haus, wo ca. 40 Personen Unterkunft finden, etwas auf unseren Lebensstil und unsere Bedürfnisse zu wohnen abgestimmt. Wir haben eine Casa Kavuk. Das ist ein Haus, das in erster Linie der Heilung dient. Wir haben dieses Zentrum auch als Healing Resort angekündigt. Das heißt, dass Menschen dann ohne Gruppe, ohne meine Beteiligung in das Zentrum kommen können und dort von unserem Team Begleitung bekommen. Unser Team, die Licenciada Carmen Vicente Cortez, es ist meine treueste Begleiterin und Verwalterin. Sie arbeitet seit 18, 19 Jahren für das Zentrum, kommt aus einer schamanischen Familie und ist eine hervorragende Heilerin und auch Prophetin. Im Kontext mit ihr gibt es dann wiederum Kontakte zu den traditionellen Schamaninnen und Schamanen. Wir haben dort ein schulmedizinisches Hospital, auch mit einer eigenen Nephrologie, mit einer Dialyseabteilung, mit zwei OPs, wo Menschen auch von ärztlicher Seite her begleitet werden kann. Wir haben Naturheilpraktiker, die mit ihrem uralten Wissen Menschen dort also begleiten können. Das impliziert dieses Healing Resort Paz Mundo, das wir für die weitere Zukunft aufbauen möchten, weil sich dort einfach ideale Bedingungen dafür ergeben. Und damit auch mein eigener Bezugspunkt zum Zentrum und zu den Menschen dabei etwas zurückgenommen wird. In jedem Fall ist dieser Platz ein wunderbarer Öffnungsplatz, ein Bewegungsplatz, ein Heilungsplatz. Und über die 25 Jahre gäbe es also wirklich unzählige Geschichten zu erzählen, was an diesem Platz alles an Heilungen, an Veränderungen für die Menschen geschehen konnte, aber vor allem auch, was für mich an diesem Platz geschehen ist. Ich habe mich mit dem Platz verändert, in dem Platz verändert, ich habe den Platz verändert und der Platz hat mich verändert. Eine eigene Geschichte, die man mit einem Kraftplatz hat, wo man zugleich aber auch weiß, dass diese Geschichte eine uralte Geschichte ist, wo ich ganz, ganz sicher als alter Maya in dieser Geschichte einen wichtigen Aspekt da an dem Platz liegen habe. Ich denke, dass dieses Zentrum auch immer wieder Gruppen einlädt, parallel zu dem Heilungsgeschehen in die Region Ausflüge zu machen, zu Kraftplätzen. Es gibt Momente, es gibt einzelne Gruppen, wo man dann zu den großen Pyramidenplätzen, Tikals, Copan in Honduras oder sei es zu den großen Pyramidenplätzen in Mexiko
das mit einschließt und letztendlich die Vorbereitung für so eine Reise auch im Zentrum geschehen lässt. Somit ist es über die Jahre hinweg gewachsen. Die Pandemie hat natürlich ein jähes Ende dieser Aspekte gemacht, aber ein Ende heißt in Maya immer im Kontext, dass es zu einem Neubeginn kommt und damit auch in Teilaspekten zu einer Neuorientierung. Auf diese Phase freue ich mich, diesen Platz nach Monaten des Nichtbegegnens mit dem Platz, diesen Platz wieder in seiner frischen, neuen Kraft erleben zu dürfen. Das geschieht dann in der Gruppe im Februar 2021 und letztendlich sind Plätze, die man auf diese Weise öffnet, immer auch Plätze, die sagen, gib dein Bestes und halte dich aber parallel dazu frei. Das heißt, der Platz gibt frei und der Platz sucht sich dann letztlich immer die Menschen, die diesen Platz gut tun und die ihren Teil an diesem Platz hinterlegen. Die Nawales des Maya-Kalenders wurden auf 2012 nach und nach geöffnet, also 20 Ritualsteine, und die wurden entweder mir oder meiner Verwalterin dort, der Carmen Vicente, in Träumen gezeigt, wo sie auszugraben sind. Insofern sind diese Nawales nicht zu sehr an die Tradition gebunden, sondern sie wollen als Nawales des Maya-Kalenders mit dem neuen Zeitgeist verbunden werden. Und das bedeutet, dass es eine neue Definition der Nawales gibt. Es sind sozusagen die Enkelkinder der Großeltern Nawales, die viel zu stark vielleicht auch noch traditionell in Maya und auf das Volk gebunden waren. Heute gibt es für diese Nawales Herausforderungen, die mit der gesamten Menschheit zu tun haben, die mit dem Kosmos zu tun haben. Und da versuchen wir schrittweise, diese Nawales auch wirklich in den neuen Zeitgeist zu heben. Also ich selbst bewege mich dabei immer zwischen Tradition, der Wertschätzung der alten Weisen, der Wertschätzung der Geschichte und zwischen dem, was ich selbst als Person in den heutigen Zeitgeist hereinlegen möchte. Das ist eine zentrale Aufgabe als Brückenbauer, weil ich selbst kein Traditionalist bin, sondern ich definiere mich doch sehr erheblich als Beweger und weniger als Halter einer alten Struktur. Aber beides wird gebraucht. Diejenigen, die halten, haben es über die Zeit gerettet. Diejenigen, die bewegen, können verbunden mit den haltenden Menschen, mit den traditionellen Menschen, das Neue entstehen lassen. So gibt es auch auf einem Platz wie diesen wunderbaren Pasmunda-Platz diese ganz besondere Erfahrung dieser Vermischung des Alten mit dem neuen Zeitgeist. Zugleich ist natürlich auch dieser Platz ein wunderbarer Ort, einfach sich dort in der Stille zurückzuziehen. Es muss dort nicht gearbeitet werden. Meine Vision war, einen Platz so zu kreieren, dass das Energiefeld dieses Platzes stark genug ist, um einen Menschen, der in die Stille an diesen Platz kommt, umzuschichten. Das erfahren wir, wenn es uns in unserem eigenen Heim gut geht und die Energie wundervoll steht, dann hat es Einfluss auf uns. Das geschieht in der Natur. Eine harmonische Natur aktiviert einen harmonischen Menschen. Und das geschieht gleichermaßen an einem Kraftplatz wie diesen Kraftplatz Pasmunda Atitlán. Je stärker die Energie, umso wichtiger die Harmonisierung dieser Kräfte. Und letztendlich bedeutet es, dass auch in der Stille dort ein Mensch innerlich umgeschichtet wird und mit der geistigen Welt vernetzt wird. Das sind so die Basisaspekte, die ich über dieses Zentrum Pasmunda erzählen wollte. Das Mantra To Om Ra Khan hat vier verschiedene Aspekte in sich, die wurden uns gegeben in Ritualen, die haben nicht wir selbst kreiert. Das To ist der violette Strahl, das Om ist der Liebesstrahl,
Ra ist der Strahl der Klarheit und Kan ist die Vernetzung mit der Kundalini-Energie. To Om Ra Kan definiert also das Kraftfeld, das auf diesem Platz aktiviert werden sollte und im Fokus bleiben sollte. Und dieses Mantra wurde uns im Kontext mit dem uralten Pyramidenplatz Tikal gegeben. Zu Beginn des Platzes wurden wir in der Konstellation der Sieben an diesen Tikal-Ort gerufen, um dort dieses To Om Ra Kan an zugewiesenen Orten und Pyramiden dort zu verankern. Insofern ist das Zentrum Pasmundo unmittelbar vernetzt mit Tikal, aber man würde dazu sagen, mit dem neuen Tikal, das Wasser und Feuer in sich trägt. Das ist so die Geschichte dieses Mantras. Und im ersten Buch, Die Sprache des Herzens, wird da auch etwas näher darauf eingegangen. Die Bücher, die entstanden sind, haben in erster Linie die Aufgabe, den Menschen in gewissen Aspekten die Brücke zu bauen zu dem, was in den Büchern beschrieben ist. Ich würde sie in erster Linie als Einweihungsbücher sehen. Wenn ich diese Schriften lese, gibt es dahinter das Kraftfeld des Zentrums und der Kosmovision Maya, die sich während dem Lesen nach und nach im Bewusstsein eines Menschen verankern sollte. In diesem Kontext habe ich die Bücher geschrieben, weniger als sozusagen Lesebücher, sondern als Initiationsbücher. Und da kommt jetzt mein neues Buch, Begeistert, altes Wissen, neuer Zeitgeist, in diesem Herbst dann in die Öffentlichkeit, und ich freue mich dann, die komplette Kosmovision des neuen Zeitgeistes, ich sage gar nicht dazu die Kosmovision Maya, eine Friedenskosmovision im neuen Zeitgeist in vielen Kapiteln darzustellen und dazu auch Impulse zu geben, wie wir diese Aspekte durch Affirmationen in unserem Bewusstsein verankern können. Somit möchte ich mich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Wer immer für das Zentrum Interesse hat, die Website gibt die Möglichkeit, die Brücke zu bauen, sich anzumelden oder letztendlich auch Informationen anzufordern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Viel Segen auf deinem weiteren Lebensweg. Und was sollte ich über das Zentrum zum Abschluss sagen? Es ist eine Ehre, es ist eine Freude, wenn man im Leben eine Aufgabe bekommt, einen uralten, wunderbaren Platz, einen der schönsten Plätze dieses Planeten für mich in Verantwortung nehmen zu dürfen und sozusagen das eigene Bewusstsein, die eigene Liebe, die eigene Fürsorge für so einen Platz auch zu geben. Man würde in Maya sagen, es ist ein Doch, eine Gabe und letztendlich auch die Hingabe. In tiefer Dankbarkeit an alle, die an diesem Platz ihr Bewusstsein hinterlassen haben, die mit diesem Platz arbeiten, aber eine besondere Dankbarkeit an meine ehemalige Frau Christine, die da vieles der ersten Jahre mitgetragen hat, an meine eigenen Kinder, die über viele Jahre mit einem Vater oder mit einem Ehepaar beschäftigt waren, die doch ständig die Thematik dieses Zentrums im Fokus hatten. Ich danke dem Volksgeist Guatemala, dem Herzen Guatemalas, für das, was daraus entstehen durfte. Einen freudigen weiteren Lebensweg. Auf Wiedersehen.